Hallihallo, so, und wir machen mal wieder ein Open. 18 Spiele, 20 € 2 Cent. Big König Blank ist sofort Chef. Kriegt einen Überstich, aber das meine ich relativ. Das ist ein Riesengegenspiel. Da muss es schon richtig gut bewaffnet sein, was natürlich gut sein kann. Meistens Gang doppelt offen oder Blatt. Und überlegt es gut. Rang doppelt auf dem Blatt. Habe zweimal nicht lieber gespielt, aber wenn der Satz 10 da bloß ist, dann will ich halt bloß diese Dinge anbieten. Kreuz Dame spielen, ne? Kreuz Lusche sogar. Kreuz Lusche sind und 14 sind 18. 28, 39. Kreuz spielen. Müssen aufpassen, dass wir einen Zwangseinschub am Ende haben, ne? Vielleicht mit Karo Asseinschub sogar besser gewesen. Machen halt alle voll, ne? Vier und 14 sind 18. So, wir müssen jetzt aufpassen wegen Antreten. Vier und 14 sind 18 und 15 sind 33, 43, 46. Ja. Eine Serie auch ein Ticken eleganter spielen können. Also wow. Kann auch
Karo verdeckt spielen. Im Nachhinein übrigens mehr Freund von. Karo verdeckt ist besser. Schatz 10 rein. Können auch Karo gerne zu dritt oben haben, ne? Ist voll drauf gegangen, dass wir so gedrückt haben, wenn wir gedrückt haben. Das ist nicht gut. Genau, wir ableuchten, aber es ist halt so. Wir müssen Karo auch spielen. So mit 13 Augen gedrückt. Oder mit der 10 zu dritt drin. Naja, gibt's keine Mauern. Vor allem haben wir ja auch nichts, ne? Wir müssen schon zwei von einer Farbe finden, wenn wir gewinnen wollen. Die 18 von ihm bedeuten normalerweise schon, dass er relativ krank spielt, gewinnt er ja auch alles. Aro wahrscheinlich auch. So, jetzt haben wir eine Chance zumindest. Wir machen alles auf jeden Fall. Und den Schneid werden wir nicht gewinnen. Aber deswegen stellt man auch gleich die Aufgabe. Es ist auch Karo einmal offen übrigens. Wir nehmen den auf jeden Fall mit. Wenn wir den weglassen, machen wir mehr, glaube ich, ne? Zumindest mit weniger. Machen wir halt hier noch alle Augen. Das eine ärgert mich. Haben wir das falsche Spiel gewählt auch. Das ist gut, das kann auch mal als andere auch gewonnen sein. Drum stehen 3, das ist schon mal nicht so gut. Ja, steht symmetrisch alles. Und nein. Dieses Spiel ist nie lösbar. Schöne Findung. Jemand mit Schneider hört sich gut. Die nehmen wir auch tendenziell. Als 55. Jetzt Beispiel 3 auf den 4 auf den 5. Wenn es so ist, dann ist es so. Das Problem ist halt auch gegen Kreuz oder gegen Herz. Wir haben jetzt nicht wirklich ein riesen Gegenspiel. Ne? Also, wenn er hochreizt, wird er schon relativ massiv haben.
ist das nicht so geil mit drei Trumpf. Alleine natürlich für Karten, wo dann der andere Blanke gut sein kann, beziehungsweise die 10 zu viert kann was wert sein. Das ist schon auch, aber mit zwei Alten, mit Kontrolle wollen wir en deux ein Stück weit, wir wollen das Geschehen so ein bisschen dominieren, sage ich mal. Und dann werden wir sowieso raus. Ja, ist sowieso alternativlos, ne? Zweimal offen. Die Frage ist, wie wir Trumpf behandeln. Ob Trumpfunterzug eine Option ist, ne? Ganz einfache Philosophie. 22, also wenn drei Trümpfe stehen, machen sie 22er im Peak, 21 hier und das müssen sie antreten. Mit Aslosche, das ist. Deswegen. Und den weg, den kann man auch reizen. Das ist Gefühlssache so ein bisschen auch. Wenn wir durchaus nehmen können. Ne? Das ist, was ich oft sage bei Dingen, wenn du Feeling hast, triffst du die Momente, wenn du kein Feeling hast, triffst du halt nicht. Das macht halt viel Unterschied, deswegen musst du nicht zwingend eine Liste verlieren oder so, aber wenn du die Momente triffst, dann gewinnst du halt viele. Wenn du es nicht triffst, verlierst du halt gegen gute Verluste halt auch, also gegen richtig gute. Das ist das Spiel aus, was man machen kann, ist beim Endeur halt nicht so viel, weil man eine Big Lusche liegt. Nehme ich auch oft. Wir sind jetzt aber 460 vor, brauchen noch ein Spielchen irgendwie, um uns jetzt so ein teures abzuschreiben. Gut, im Zweifel können wir uns strecken, aber wenn's halt, das Spiel ist halt so, wenn du jetzt irgendwas findest, du hast ja oft auf dem Doppelläufer oder wie auch immer, hast du trotzdem gewonnen. Jetzt sträubt sich halt in mir alles, dass man wegwirft. Ne? Moment, 7 Trumpf. Der wird glatt gedrückt haben. Kriegt man halt einen Buben, ne? Kriegt man noch. Überleg gerade, ob wir. Ich muss erst das spielen, auf jeden Fall. Bleibt da drunter, jetzt können wir also schon mal analysieren, ob alles da ist. Es ist alles da. Dann erstmal 7 Augen. Ja, die Liste sollte gewonnen sein. Das ist halt die Frage, kann man einfach knallen? Ja. Reizen wir. Kein Bock mehr, den Karo anzugucken, auf jeden Fall. Ich werde dann relativ weit reizen. Herz, Ass, Kreuz, Ass. Jedes Peak macht irgendwo. Kreuz 10 kann auch reichen. Das Kreuz Dame kann in einzelnen Fällen zwei Kreuz können auch Nulle weggeben mit 7, Kreuz 7. Wir reizen den mal ein Stückchen. Und 4 spielt 5. 40 nehme ich auf jeden Fall raus.
ist er bei 48 auch dran, dass er 0 Aware hat. Also, dass er 0 Aware blockt. Er denkt, wir haben 0 Aware. Genau, jetzt passen wir mal. Das ist okay. Dass er es ohne 4 in Karo hat, müsste es nicht zwingend sein. Jetzt gucken wir uns die Geschichte mal an, wenn er 0 Aware rausnehmen wollte. Mann. Na gut, der kann danach so Buben spielen. Wir wissen halt gar nicht, wer gedrückt hat. Karo 10 gefühlt. Und Herzkönig normalerweise. Wir können da halt gar nicht gegen gewinnen. Ich muss trotzdem Pik einspielen, ne? Der wird es nicht lang gedrückt haben, ne? Alles okay, aber wir haben beide 10 hier. Wir müssen im Finale mit Herz 10 antreten, das ist das Riesenproblem. Wenn wir Kreuz Lusche, Kreuz Dame spielen, kann er schneiden, dann können wir Herz öffnen oder Pik hätten wir öffnen können, aber wir können halt nur eins von beiden öffnen. Ne? Ich glaube, er muss einen Fehler machen, wenn wir gewinnen wollen. Kurz oder Herz. Zu Kreuz 10 machen. Aber Herz kann nicht falsch sein. Will logischerweise auf Herz 10 losgehen, aber es kann man doch Kreuz spielen. Ja, dann kann er uns zurückschubsen. Was haben wir denn jetzt? Wir haben 6 im Auftakt. Und 16 sind 22, 32, 42. Ah, wir gewinnen das Spiel nicht. Ich muss das schon richtig heldenhaft spielen. Hat er doch Herz gedrückt, oder was? 59. Da zurückschubsen können, dann kriegt er Herz 10. Ne? Wenn wir den anderen spielen, muss man drauf hoffen. Ne? Wir müssen nochmal Herr Pik spielen und hoffen, dass er sich Kreuz Asplang wirft, aber das macht ja kein Mensch. Das schon hinkriegen. Naja. Okay, Doc, das war mal wieder ein und die Open. Bis dahin.